Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games for You und ich hoffe, dass wir heute mal wieder gewinnen. Sonst wird's Essig mit dem Aufstieg. Gucken, wie sieht's mit der Mannschaft aus? Die kann von mir aus. Naja, eigentlich ja eher nicht, ne? Nehmen wir Martinez. Setzen den mal auf die Stelle von Ivanov. Und Bernard kommt raus für Vinci. Na, mehr können wir nicht machen. Zeiss hoffen. Zack. Jupp, so sieht's aus. Taktik. Hä? Moment, Mannschaft. Oh shit, jetzt hätte ich doch beinahe den Schauten nicht mit drauf gemacht. Ne, nicht Trikot, Taktik. Okay. Wenn man mit einem Mann in Unterzahl gestartet, wegen der blöden roten Karte. Den müssen wir aufpassen. Ist jetzt wieder mit drei Stürmern, das ist natürlich super gut. Kann ich gebrauchen wie Bauchschmerzen. ...41% sind vor allen Dingen für die Wirbelwind-Leute. Nur 27% sagen, das könnte ein Unentschieden werden. Und 32% sagen, wir können gewinnen. Das finde ich schon heftig. Wahrscheinlich wegen der Niederlagenserie. Vinci. Hermann. Vinci. Wieder zurück zu Hermann, auf den Flügel sozusagen. Der gibt ihn hoch und weit rein. Vinci hat den Ball schon wieder. Spiel zurück zu Vincent. Vincent wieder zu Vinci, der den nicht kriegt. Pellegrino ist am Ball. Ustinov gibt direkt weiter. Das gibt einen Einwurf aus denkbar schlechter Position. Hermann klärt Einwurf für den Gegner. Toll, Wurst. Pellegrino. Gray. Meyer. Oh, Kinders. Van Kampen hat den Ball ganz ohne Probleme. Pellegrino. Machedo. Leute. Gray. Ustinov. Krause. Ecke. Ja, toll. Wird ja mal besser. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil irgendeiner von den Monitoren flackert, glaube ich, im Dunkeln. Ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Gray. Nicht. Bloß kein Elfmeter verursachen, ihr Vögelsmann. Schreiber, Hermann. Vinci, Schreiber. Vinci natürlich zu langsam. Das kann doch nicht sein. Müssen wir ein bisschen Vortrieb hier irgendwie entwickeln. Ist doch lächerlich. Schreiber, nur nach vorne dreschen bringt halt nichts, ne? Es kann ja wohl kaum sein, dass das irgendwie ein Lösungsansatz ist, den die uns hier präsentieren. Bin fit ist schwach nach dem starken Einstieg in die Saison. Natürlich ist Huber krank und so weiter, aber trotzdem. Meier, Leroy, Gallo, schöne Hereingabe, Pedersen. Abseits. Tolle Wurst, das wäre der Führungstreffer gewesen, ey. Verdammte Axt. So. Gray. Die spielen mit uns, wie sie wollen. Krause. Schreiber. Martinez. Zu viel Feuer auf die Verteidigung. Schon wieder ein Ball verloren hier. Gerasimov klärt. Vinci kommt nicht ran. Pellegrino wieder hier zum Zuge. Hermann. Leroy. Vincent. Leroy wieder zurück. Hermann. Hohe Reingabe Richtung Leroy. Schießt. Tor. Führung. Oh Gott, danke. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so, dass wir hier die Führung innehaben. Da wird gewechselt bei den Gegnern. Bums kommt für Machedo. Hoffentlich ist das kein Omen. Gut, Gallo. Martinez.
Ich meine, hat sogar zwei ausgespielt. Diesmal aber beim dritten Mal gescheitert. Vielleicht hätte er mal passen sollen. Selbstsüchtiger Arsch. Krause, Meier, Nachschuss. Da ist schon wieder der Ausgleich, ey. Scheiße. Lächerlich ist das doch. Lächerlich. Leroy. Pedersen. Macht doch. Ach, jetzt rennt er weg, ne? So eine Chance hätte er nur nachgehen müssen. So ein Idiot, ey. Geh doch dahin, Vinci, du Idiot. Meier. Gleich ist Halbzeit. Leroy, schöner Kopfball auf Pedersen, der den irgendwie nicht verwandeln kann. So super, super, so scheiße, ey. Keine Ahnung, ey. Könnte ich und überhaupt. Am liebsten alle rausschmeißen, die Spacken. Kann doch nicht sein, dass sie so Fußball spielen. Boah, dann lassen wir mal nur den warm laufen. Beziehungsweise eigentlich müssen wir alle warm laufen lassen. Macht ja null Sinn. Können nicht nur einen wechseln. Martinez. Pedersen, auf doch mal, Mann. Er holt ihn sich. Er schießt. Ecke. Leroy wird ausführen. Schön. Krause hat den Ball. Kacke. Und macht doch was, ihr Vögel. Das ist doch wunderbar, was sie hier für einen Scheiß fabriziert, Mann. Dominguez. Caramona. Was, mir reicht das jetzt langsam? Wir wechseln hier schon mal. Vinci. Kommt Rocha. Bernard für Martinez. Und Verbruggen für den Stürmer-Nappel. Dann hoffen wir das Beste. Vinci, Pellegrino, Hermann und Einwurf. Jetzt kommen unsere Leute erst. Mal gucken, ob der frische Wind was taugt. Nur ein Unentschieden reicht mir nicht. Wir müssen gewinnen gegen die Hansel. Die sind Platz 7. Viel schlechter geht's nicht in unserer Liga. Und wenn wir da nicht gewinnen, ist es wirklich düster. Also, Leroy wird hier vom Ball getrennt, von dem dämlichen Krause. Oh Mann, Schreiber, hier, was soll das? Leroy, Verbruggen. Leroy. Verbruggen müsste noch einen Schritt weiter kommen. Bernard. 70. Minute und es ist immer noch unentschieden. Ich meine, es ist zwar an und für sich besser als eine Niederlage, aber trotzdem hier nichts, worauf wir stolz sein könnten. Verbruggen, lauf halt mal, Mann. Lauf und hol dir den Ball auch mal wieder. Vincent zu Rocha, der kommt nicht ran. Pellegrino gibt direkt weiter Richtung Sturm. Ustinov, schön. Krause, nächstes Tor. Wieder klassisch ausgespielt. Gegen drei Stürmer sehen wir alt aus. Das ist zum Mäusekotzen. Na, führen nur mit einem, super gut. Ey. Vor allen Dingen waren wir in Führung mit 1-0 und kriegen dann hier noch einen Arsch gebasht. Leroy, Verbruggen, wieder zurück zu Leroy, zu Rocha, raus auf Hermann. Hermann, hoher Ball, Gallo, du Idiot. Auch meine Oma könnte den wahrscheinlich besser schießen. Dominguez, und wir werden geklatscht. Oh, das ist doch peinlich, ey. Wir waren teilweise auf dem ersten Platz. Nächste Woche ist Huber wieder mit dabei. Also ich hoffe, dass der wirklich einen Ausschlag macht und uns hier aus der Misere holt, weil das kann es nicht sein irgendwo. Verbruggen, Leroy, Verbruggen. Basseur, wieder und Ustinov, Tor, eiskalt. Versteh's einfach nicht. Wir haben 1-0 geführt und kriegen dann eine 4-1 Klatsche reingehauen. Ey, oder 5-1 am Ende noch, wenn es so weitergeht. Bisschen peinlicher geht's ja wohl nicht. Ustinov, Schreiber, Verbruggen, Michin, Gray, Meier. Verbruggen, Hermann, Rocha, Abpfiff. Ich könnte
Wenn ich könnte, wie ich wollte, würden wir gewinnen. Wir rutschen jetzt wahrscheinlich unter 50 Beliebtheit. Ja, 46. Kuba ist wieder gesund. Immerhin etwas. Jetzt spielen wir gegen die Letzten in der Liga. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann brauchen wir überhaupt nie wieder spielen. Nach meiner Meinung. Kuba, Hermann kommt für Weinrich rein. Ja, gucken wir mal, dass wir trainieren. Gerade ihn hier auch mal ein bisschen. Keine Kombi, das wäre eine Kombi, machen wir mal. Okay. Pearson trainieren wir auch. Haben nur leider keine Kombination, macht nichts, denke ich. Gallo trainieren wir mal nicht, sondern Vinci dafür. Schießen und hochhalten. So, wir müssen irgendwie gucken. Den Martinez hier müssen wir rausholen. Da muss unbedingt der Rocha rein. Trainieren den aber dafür. Und Pedersen kommt auch raus. Nehmen wir einen Verbruggen mit rein. Eisenhoff können wir noch trainieren. Zwar nicht der Beste, aber immerhin ein ganz guter Spieler, würde ich sagen. Für Van Zandt nehmen wir Eisenhoff. Ja, dann hoffen wir jetzt das Beste, würde ich sagen. Ey, sie haben geführt und dann noch unentschieden reingebämmt. Also keine Ahnung. Nur ein Stürmer, das könnte gut für uns ausgehen. Auf jeden Fall besser als diese Dreiergeschichte. 50% sind für uns, 18% sagen es würde ein Remis, 32% nur für einen Sieg der Gegner. Und ich denke, Huber ist wirklich derjenige, der den Ausschlag macht. Ohne Huber sind wir drittklassig. War wahrscheinlich die schlimmste Verletzung, die wir haben konnten. Vinci, da ist er schon wieder, der Huber. Kommt an den Ball, spielt und hätte beinahe eine fantastische Situation geschaffen. Nur leider war es nicht so. Schreiber, Huber, der ist halt schnell und mischt alles auf, ey. Ist der Wahnsinn. Rocha, wieder zurück zu Huber, der kommt sogar an den Ball ran. Schöne Hereingabe, Simös hat den Ball aber. Ich sehe wieder Land am Ende vom Tunnel. Oder Licht, sagen wir es mal so. Ich glaube, so sagt man das. Licht am Ende vom Tunnel. So, Verbruggen. Ah, aus der Drehung heraus. Das Tor nicht richtig erwischt. Was soll's. Zimmermann. Lamp rechts. Vielleicht gibt es auch einen Lamp links. Leroy zu Ivanov. Huber. Schöne Hereingabe schon wieder. Leroy mit der Kopfballverlängerung. Ah, Willems schneller, aber Einwurf für uns. Gallo ist auf der Seite mit nach vorne. Geht wieder zurück. Rocha holt nochmal einen Einwurf raus. Ivanov. Doch, verhackstückelter Pass, ey. Peinlich. Schreiber, Kuhn, Leroy, Verbruggen kommt nicht richtig ran. Huber zurück zu Meier, der hat halt die linke Seite total unter Kontrolle, ne? Super, wie er da jetzt wieder Platz und Raum geschaffen hat durch das Zuspiel und die tolle Annahme. Wieder ein fantastischer Flankenball. Abseits leider, aber Wahnsinn, Huber ist schon der Geiße. Del Valle.
Oh Mann, oh Mann. Naja, es muss aber auch langsam zum Torerfolg irgendwie führen, ne? Eisenhoff. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Gallo, obwohl er sehr gut ist, kaum Drang nach vorne hat. Abseits, warum auch immer, was null Sinn macht. Er hat null Drang nach vorne. Unverständlich. Willems. Ich denke, über kurz oder lang müssen wir Gallo in zentrale Verteidigung stellen als Innenverteidiger und schauen, dass wir da lieber noch einen schnellen, Huber-mäßigen Außenverteidiger bekommen. Zumindest für die erste Liga dann. Oder an seinen Rand züchten. Weil ich denke, damit würden wir am besten fahren. Gallo, Rocha, Ivanov, Leroy, verzogen. Oh, Junge, jetzt hast du schon einen super Schuss und setzt ihn überhaupt nicht ein. Leroy, Rocha, Vinci, Verbruggen, Leroy, Schuss und Alu. Da kriegst du auch einen in der Klatsche hier. Rocha, Verbruggen, Rocha, zurück, Leroy. Verbruggen kommt nicht ran, Alves hilft hinten aus, Pearson auf Vinci, Vinci Richtung Huber, Huber geht steil. Schöner Pass auf Leroy. Abseits. Das gibt's doch nicht. Auf den Fuß, ne? Auf den Fuß. Was ein Ding. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen aber auch aufsteigen, sonst können wir uns diese Mannschaft niemals leisten. Also, wenn ich mir überlege, wie Huber sich entwickelt hat in der Saison, das ist schon heftig. Leroy, Verbruggen, Vinci, Schreiber. Müssen eigentlich auch, was so Ballbesitz angeht, gut dastehen. 56-57% sogar. Das ist heftig. Huber, Rocha, der nimmt die Bälle aber auch halt einfach an, ne? Leroy, Ivanov, Gallo, Verbruggen. Oh, Mann. Einwurf. Noch ist nichts verloren. Gallo. Simös hat den Ball ohne Probleme. Wir könnten wieder auf Platz 4 vorrücken, wenn wir hier wenigstens gewinnen würden. Einwurf für uns. Huber. Leroy. Seitenwechsel, der nichts gebracht hat. Vinci hat den Ball. Kriegt ihn nur nicht wieder zu einem von uns. Scheiße. Was haben wir denn hier? Vinci könnten wir für Vincent austauschen. Nehmen wir den Bernard hier noch mit raus. Und für Verbruggen, der hat mir gut gefallen, den lassen wir auf jeden Fall drinnen. Den nehmen wir raus, nehmen wir Pedersen doch rein. Vielleicht einen frischen Stürmer noch bringen, der dann nochmal einen Zug nach vorne hat oder so, ich weiß es nicht. Gallo? Ivanov? Schlechtes Zuspiel mal wieder. Willems, viel Mittelfeldgeblänke im Moment. Willems, Einwurf. Damit kommen die Wechsel dann auch zustande. Ja, das ist in Ordnung. Aber ein Unentschieden wäre alles andere als geil irgendwie. Keine Ahnung. Auch die Gegner wechseln wie verrückt. Vincent, da freuen sie sich. Gut von Meier gemacht. Vincent hat ihn schlecht angenommen. Pearson kann nur noch klären. 70. Minute gleich. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Gallo. Verteidigung sieht anders aus. Meier hat ihn. Gut, Rocker. Pedersen. Schreiber macht einen Foul. Kriegt auch eine Karte, so wie es aussieht. Gelb. Viertelstunde noch. Lambrechts. Novak. Zimmermann. Wieder der Lambrechts. Rocha. Pedersen. Leroy. Gerasimov. Bernard, Rocha, Gallo, Rocha, Huber,
Vincent, Leroy. Er macht das erlösende Führungstor. Alter. 82. Minute und Leroy erlöst uns. Zusammenspielen mit Vincent. Ob wir damit den Fluch überwunden haben, sehen wir, wenn die 90. Minute rum ist. 85. Minute und eine Ecke für den Gegner, nicht so schön. Kuhn, ziemlich weit ab vom Schuss der Ball. Gallo spielt den Ball weit. Leroy ist schneller als der Verteidiger, aber der Torhüter nimmt ihn einfach in die Hand. Kein Problem für Simös. Fomin, Delval, Verbeek. Zimmermann, Huber hat er eigentlich ganz gut gemacht. Und da ist das Spiel in trockenen Tüchern. Endlich mal wieder ein Sieg für uns. Wurde auch Zeit. Und Schreiber ist verletzt. 2 Wochen krank. Eine positive und eine negative Nachricht. So hält sich alles wenigstens die Waage. Eine Woche haben wir frei bis zum nächsten Spiel. Das ist doch super. Trainieren wir Huber. Probieren wir mal mit Decken, ob wir da irgendwie was haben. Eine nette Kombination. Nee, haben wir auch nicht. Gucken wir mal, ob wir was mit Köpfen haben. Das können wir machen. Kopfballgefahr. Trainieren wir. Ja, es bringt uns nicht so viel, wenn wir jetzt hier die Verteidigung trainieren. Wir müssen eher gucken, dass wir die Leute vorne stärken. Ivanov trainieren wir nochmal. Machen wir die beiden. Ah, knapp am C vorbeigerutscht. Vinci. Der hat halt auch noch viel Potenzial an und für sich. Das man irgendwie abschöpfen müsste. Martinez trainieren wir auch nochmal. Sehr gut, der ist jetzt da auf D gekommen. Pedersen wird auch trainiert. Mal immerhin ein bisschen was. So, würde ich sagen, machen wir noch eine Woche Pause. Gucken mal, wie es hier dann aussieht. Schreiber sicherheitshalber mal auswechseln. Können wir einen Hermann mit reingeben. Gucken, sieht ganz gut aus. Haben sich alle wieder ein bisschen gefangen. Das ist doch nicht schlecht. Würde ich sagen, speichern wir an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.